Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Mörder Mystery Video gemeinsam mit Lynn und Khan. Hallöchen! Hallo! Schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute mal wieder eine schöne Runde Mörder Mystery und wir müssen aber in jeder Runde 100% ehrlich sein zu jeder Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Okay, was seid ihr? Unschuldig. Unschuldig, natürlich. Unschuldig. Okay. Okay, alles klar. Wenn ihr an einem Tag mit einer Person auf dieser Welt tauschen könntet, welche Person wäre das? Ich folge auf TikTok so einer Farm, so einem Animal Sanctuary mit... Oh nein, jetzt wurde ich getötet. So, mit denen würde ich gerne mal tauschen. Mit denen, die quasi dieses Sanctuary leiten. Okay. Lena? Ich wurde auch erwischt. Och, Mann! Ah, was ist das denn für eine Runde? Wer ist es? Oh, Moment. Ich weiß es nicht. Ja, der ist hier direkt hinter mir. Ich bin leider weg. Wir sind alle total erwischt. Was ist für ein guter Mörder? Aber gut, dann wird er wahrscheinlich relativ schnell sein. Lena hat die Frage noch nicht beantwortet, ne? Nee, ich überlege gerade, das Ding ist, ich würde gerne mal an irgendeinem großen Filmprojekt mitwirken wollen. Ich weiß nur nicht, groß ist an welchem. Dann würde ich halt gerne mal mit einem Schauspieler tauschen wollen, der genau an so einem teilnimmt. Was ist denn momentan noch so dran? Das ist ja langweilig. Nee, das fände ich super. Das ist ja voll langweilig. Ich würde das mal gerne mitmachen. Doch, natürlich. Mit wem würdest du denn tauschen, Khan? Mit keinem. Ich bin froh mit meinem Leben. Also, ich würde mit mir tauschen. Wenn du tauschen müsstest, mit wem würdest du tauschen? Mit mir. Außer dir. Ah, doch, ich glaube doch, ich weiß mit wem. Mit meiner Frau, weil dann wäre ich ja trotzdem immer noch den ganzen Tag mit mir. Oh Gott. Boah, ich weiß nicht. Boah, das ist so unangenehm. Ja, doch, ich find's gut. Also ich find's auch absolut plausibel und auch völlig gerechtfertigt, dass ich diese Frage so beantworte, weil, also ich bin froh, ich zu sein. Also da merkt man, ihr seid nicht so froh, dass ihr sozusagen Lena und Danja seid, aber wundert mich auch gar nicht. Doch, aber wir versuchen einfach nicht dieser Frage aus dem Weg zu gehen. Ja, ich gehe dieser Frage nicht aus dem Weg. Es ist einfach meine ehrliche Antwort. Wir wollen vor allem mal was Neues erleben. Wir wollen mal irgendwo reinschnuppern. Das ist wie ein kostenloses Praktikum dann. Dann mach das doch. Praktikum. Kannst du doch auch als Lena. Ein Tag Praktikum. Ja, klasse. Praktikum, aha. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Guck mal, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr habt vielleicht ganz viele Praktikas und so gemacht und ihr habt studiert und ihr habt dies und das. Und trotzdem am Ende des Tages nehmt ihr jetzt mit mir YouTube-Videos auf. Also wer hat's gut gemacht? Haben wir doch alle gut gemacht, oder nicht? Was willst du damit sagen? Wir jetzt unsere Praktika hier runterreden? Was soll das schon jetzt? Schon ein bisschen. Ja, finde ich ja jetzt echt ein bisschen schwierig. Ich okay. nicht. Ja, könnt ihr vielleicht auch mal Fragen stellen? Ich habe das Gefühl, also was ist denn hier los? Ja, du kannst jetzt gleich erstmal sagen, was du bist. Ich bin unschuldig. Ja, ich leider auch. Ich habe dich gar nicht gefragt, Lena. Aber ich danke, dass du es trotzdem verraten hast. Dann darfst du es aber mal gerne verraten. Ich bin Mörder. Ja, sehr gut. Sehr schön aus dem Weg. Ich hätte gehofft, dass ich diese Frage nicht stelle. Ich habe es wirklich gehofft. Ich habe gerade so gedacht, okay, gut, vielleicht klappt's ja. Nee. Gleichberechtigung hier. Ist ja ernst. So. Du wirst mich auch nicht finden. Keine... Oh, da oben ist der Sheriff. Mit der will ich mich irgendwie nur ganz wenig auseinandersetzen. Also, ich fände es ja super, wenn du dich mal mit dieser Person auseinandersetzen würdest. Ja, das glaube ich dir, dass du das super finden würdest. So, aber ich will das überhaupt nicht. Oh, Hallöchen, Lena. So, könntest du mal gehen? Dann beantwortet mir doch mal die Frage, wenn ihr jetzt irgendwo hingehen könntet, wo würdet ihr jetzt genau diese, also wo würdet ihr jetzt hingehen, wenn ihr euch irgendwo hinbeamen könntet, egal wohin, vollkommen egal wohin. Oh, ich wäre jetzt einfach gerne in Tokio, wirklich, das ist ja mein Ort, wo ich gerne sein würde. Ja, ihr müsst wissen, Lenas Leben besteht auch nur aus Urlaub gefühlt. True! Herr, hat die gedanklich bin ich immer weg. Oder ist die Zeit abgelaufen? Ich glaube, du wurdest erwischt. Na, Sieg! Hä? Na toll, ich habe die Bullet gar nicht gesehen. Ich habe auch nicht mehr gecheckt, was hier abgeht. Mann. Oh, du wurdest erwischt. Guter Sheriff. Der Sheriff hat den Tag gerettet. Manu. Ich hoffe, ich werde nicht... Beantworte bitte mal die Frage. Ach so, ich würde jetzt gerne nach Hause. Das kann ich verstehen. Einfach ins Bett, also, wenn ich mich jetzt nach Hause beamen könnte, dann würde ich jetzt nach Hause. Okay. Ja, ich bin zu Hause. Sehr schön. Ich könnte mich in mein Bettchen reinbeamen, aber dann, ne? Das ist doch nur 2 Meter von dir entfernt. Ein bisschen mehr.
Okay, drei. Na, wenn ihr eine Sache von den anderen beiden Personen jeweils klauen könntet, ohne Konsequenzen, welche Sache wäre das? Was meinst du damit jetzt? Ja, irgendwas. Wenn du irgendwas, was ich besitze oder Lena besitzt, klauen könntest, was wäre das? Aber es geht jetzt nicht um eine Eigenschaft oder so. Nee, es geht einfach um eine materielle Sache. Irgendwer, ich würde mir deinen Kühlschrank nehmen. Boah. Diesen roten Kühlschrank? Ja, einfach weil er diese Funktion hat. Dieses, wo du dann einfach Wasser kriegen kannst, Eiswürfel auf Anhieb. Ich finde das super. Ich bräuchte auch so einen Kühlschrank. Okay, der Kühlschrank, ja. Was wäre es bei dir, Danja? Ja, du musst das erst noch beantworten, Karl. Ah, ey! Oh, ich habe nicht gefragt, was. Ja, du hättest mal fragen sollen. Ich wollte nicht wissen, was ich gewesen bin. Boah, ich glaube. Also, man darf das zwar nicht, aber. Kiba und Hefe. Oh. Was? Ja, was? Du willst du mir weg? Du willst ihr die Babys wegnehmen? Was bist du denn für einer? Ja, ich find's süß. Ich find's süß. Ja, ich find die beiden halt süß. Was soll ich da machen? Ich sag ja, es ist ja eigentlich nicht erlaubt, aber. Also. Okay. Mhm. Alles klar. Und was würdest du von Lena klauen? Du hast doch schon eine PlayStation 5, oder? Ja. Ja, ich glaube, ich würde eine PlayStation sogar. 5 klauen. Da habe ich noch eine. Und was würdest du von Kahn klauen, Lena? Na gut, dann nehme ich mir Sammy. Okay. Eigentlich nicht schön, aber gut, ich habe ja auch Kiba und Hefe. Hier werden einmal die Katzen rumgereicht. Einmal Besitzer wechseln. Das ist echt so. Welcher Außendreh war bisher der schlimmste für euch? Der schlimmste? Ja. Also der, oder nicht schlimm vielleicht, sondern der am wenigsten gut war. Also vielleicht nicht schlimm sagen, aber am wenigsten gut. Boah. Also bei mir hat es einen Grund. Es war tatsächlich der Moviepark für mich, aber das lag nicht daran, weil es dort langweilig war, sondern weil es mir einfach an dem Tag wirklich nicht gut ging eigentlich. Das heißt, ich habe mich da wirklich schon richtig krank gefühlt. Ich konnte am Ende auch nicht mehr so wirklich. Und deswegen hat das so ein bisschen bei mir die Stimmung am Ende getrübt. Ich war einfach fix und alle. I see. Sag mal, seid ihr in der Runde? Oh, ja, ich hab's geschafft. Kahn war Mörder, der hat alle erwischt. Ich hab alle erwischt. Wir hätten fragen sollen, wer der Mörder ist. Boah, ist eine gute Frage. Nö, eigentlich nicht. Also mir fällt jetzt auf Anhieb jetzt nicht sowas ein. Es war alles gleich toll. Ja, es hat halt Spaß gemacht, ne? Es war cool. Und wie komme ich jetzt rüber? Gut. Super. Bitte? Und ja, das ist super ehrlich. Was seid ihr? Unschuldig. Und du? Ich auch. Es ist irgendwer anders, dann gehe ich mal kurz hier weg von den ganzen. Also tatsächlich, nö, es war alles eigentlich ganz gut. Hast du fragst ja bestimmt aus einem Grund. Was hat dir denn nicht so gefallen? Ja, ich, also. Ich muss sagen. Schön. Bin schon wieder weg. Ich glaube, der Schwimmbaddreh in Köln, aber weil wir so früh losfahren mussten. Weil Kahn um 4 Uhr morgens vor meiner Tür stand. Ich hätte die Tür nicht mal aufgemacht. Ich hätte gesagt, wir kommen in einer Stunde wieder. Ja. Maximum. Bei dir waren wir ja auch eine Stunde später. Ja, aber ich war ja auch schon theoretisch um so eine Uhrzeit wach, aber ich würde da keinem die Tür öffnen. Ja, das war hart, muss ich sagen. Ja, stimmt, das war schon natürlich. Oh, wir haben gewonnen. Okay, das ging ja, das schnell. War natürlich sehr, sehr früh, aber ich bin da, also bei so Außendrehs habe ich damit kein Problem, auch früh sozusagen unterwegs zu sein. Danja. Was? Sag mir mal die schlechteste Eigenschaft von Lena. Die schlechteste Eigenschaft von Lena. Mhm. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt sag mir aber nicht. Ja, dass sie perfekt ist. Dass sie perfekt ist. Tu nicht so. Ja, bist du auch nicht. Bist du auch nicht. Musst du aber auch nicht. Niemand ist perfekt. So sieht's aus. Lena, du bist manchmal etwas vorschnell pessimistisch. That's also, true. Das. Aber nicht immer, sondern nur manchmal. Also du siehst manchmal schnell. Also ich wäre dafür, dass ihr das nach der Aufnahme nochmal so ein bisschen besprechen könntet und vielleicht auch ein bisschen streitet darüber. Ja, machen wir auf jeden Fall nach der Aufnahme. Warum sollten wir uns darüber streiten? Machen wir in der Aufnahme. So, Kahn, jetzt, was ist die schlechteste Eigenschaft an mir? Jetzt streite ich mich mit Kahn darüber. Ach Mann, ich war gerade Sheriff. Ach ja, Lena hat mich erwischt, sie ist Mörderin. Oh mein Gott. Ja. Was für eine Frage hast du nochmal gestellt, Danja? Was die schlechteste Eigenschaft an mir ist. An dir? Ja. Ja,
gut, eine, das wissen wir alle, dass du halt so besserwisserisch immer bist. Ich hätte jetzt ans zu spät kommen gedacht, aber ich glaube, das stört dich halt nicht. Ja, ich glaub, das stört mich schon, aber ich glaube, ich habe mich einfach zu sehr dran gewöhnt jetzt mittlerweile. Also, das kann sein. Wenn du mal pünktlich bist, ist das so, wie, was? Habe ich was verpasst? Also ich stelle mich immer drauf ein, wenn ich sage, okay, komm, wir treffen uns um 9 Uhr, dann weißt du, okay, es wird safe so mindestens 20 nach halb. Verdammt, er hatte die Waffe. So. War so gut. Aber, wie gesagt, ich glaube, das ist, für mich ist das jetzt nicht so ein großes Problem, aber für andere glaube ich schon. Ja, so auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein, nö, sonst. Ich bin einfach ein Besserwisser, aber ich glaube, das weiß ja mittlerweile jeder. Ja, also falls ihr denkt, das ist jetzt nur in Videos so, ne? Falsch gedacht. Nee, das ist immer so. Das ist also wenn man zu Danja was sagt, dann ist immer die Antwort von dir, ja, nein, weil, also nee, so ist das eigentlich nicht. Ja. Das ist immer so die Standardantwort. Ich kann das ja nicht so stehen lassen. Ja. Kann ja nicht so stehen lassen. Und wenn ich sage so, wie geht's dir? Und sie sagt so, ja gut. Und ich sag, ach, gut geht's dir. Und sagt so, ja, nee, gut geht's mir eigentlich nicht. Also gut, ja, aber nicht so gut. Also... Könnt ihr mir erstmal sagen, was eure Rolle ist? Ich bin unschuldig. Okay. Was ist deine? Das ist gut zu wissen. Ich bin Sheriff. Sehr gut, ich bleib mal bei dir. Ja, das ist keine gute Idee, weil ich tendenziell ein schlechter Sheriff bin. Ja gut, aber wenn wir jetzt schon mal alle fragen, dann kann ich mir die Waffe schnell schnappen. Ihr könnt mir ja mal beantworten, was ist denn meine schlechte Eigenschaft? Und jetzt sagt nicht nervig oder so, das wissen alle. Du redest. Ja, wollte ich gerade sagen, ohne Punkt und Komma. Danke. Und wiederholst dieses ständige, dich beim Reden. Ach, und ich möchte gerne noch kurz das hinzu. Dieses Wort kurz wird in die Länge gezogen. Ey, danke. Da ist der Winter ja schon 6-mal an mir vorbeigezogen. Dankeschön. Ja, also du wiederholst deine Sätze halt oft. Und ja, es ist schwer, dazwischen zu grätschen. Das würde ich sagen, ja. Ja, aber das ist ja okay. Du hast dir ja einen Job ausgesucht, wo du viel reden darfst. Das ist wo... Oh! Wer ist denn der Mörder, Khan? Ich glaube, der hat so ein bisschen Noob-Skin-mäßig. Okay. Ah, da hinten wahrscheinlich der. Ja, der mit dem Schal auch. Okay. Da, Daniel! Nein, der hat mich erwischt. Nein, dann hat mich direkt auf einen Haufen. Schnappt sich mal bitte einer die Waffe. Ich wollte, aber ich wurde direkt mit erwischt. Ich war direkt hinter dir. Khan ist ja auch schon weg. Upsi Daisy. Upsi, da ist hier ein kleines Mistgeschick passiert. Aber jetzt haben wir gerade so negative Eigenschaften hervorgehoben. Können wir mal die positiven oder die positivste Eigenschaft des jeweiligen anderen mal hervorheben? Das war sowas von klar, dass das jetzt von dir kommt, Lena. Ja komm, ich muss ja mal ein bisschen aufheitern hier, immer alles so negativ. Ja, aber du kannst auch mal ein Video nicht sein lassen, wo mal was Gutes passiert, oder? Und du kannst ein Video nicht sein lassen, wo du mal nicht angeben kannst, dass du hier der Beste bist, ne? Wie oft höre ich mir das an? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also, ich würde sagen, die beste Eigenschaft, oder eine der besten Eigenschaften von Lena ist, dass sie, fleißig ist auf jeden Fall, also sehr, sehr fleißig ist, also ambitioniert, würde ich sagen. Hm, wann denn? Und... doch, Lena ist schon sehr fleißig. Okay, dann und dass Lena leicht zu begeistern ist auch. Also für Dinge. Also wenn man jetzt zum Beispiel was machen will mit ihr, dann ist es erstmal nicht so, ja, nö, eigentlich nicht so Lust, sondern dann ist sie eigentlich schon immer so, ja, komm, lass was machen. Also sehr spontan einfach dabei. Oh, that's true. Ja. Ja. Dankeschön. So. Bitteschön. Und die beste Eigenschaft von Khan ist... Vielleicht sage ich auch einfach direkt zwei, weil ich habe bei Lena jetzt auch zwei gesagt. Also einerseits, dass man sich auf Khan halt wirklich absolut immer verlassen das kann. Das hast du schon zum 200. Mal, ja. Wenn man braucht. Was? Das hast du jetzt schon zum 200. Mal. Wie oft sollen wir das noch hören? Ja, aber es ist ja auch so. Oh, jetzt bin ich dem Sheriff hinterher gesprintet. Das ist nicht zu fassen, ohne jemanden zu töten. Soll ich was anderes nennen? Dann nenne ich was anderes. Aber es ist halt auch so. Dann würde ich sagen, dass du... Was willst du jetzt? Du hast gerade nicht gesagt, dass du die Mörderin warst? Ja, ich habe mich auch keiner gefragt. Ach so, stimmt. warte, jetzt muss ich was anderes überlegen. Soll ich vielleicht kurz einspringen, dann kannst du noch ein bisschen überlegen bei Khan. Ja, okay. Weil ich würde da gerne hinzufügen, du bist in meinen Augen sehr organisiert. Das habe ich auch schon damals... Das war so eines der Dinge, die nicht nur mir aufgefallen ist tatsächlich. Das tritt schon sehr gut hervor bei dir. Du bist immer sehr organisiert, wenn irgendwas ist. Also du kannst die Dinge schnell anpacken und du weißt auch wie. Ich finde, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Jetzt Danja oder ich? Ja, du. Ach so, danke. Bitte. Ja, was ist eure Rolle? Ich bin unschuldig. Ich hab gar nicht drauf geachtet.
Aber ich glaube, ich bin unschuldig. Wenn du unten kein Messer oder keine Waffe hast, dann bist du unschuldig. Nein, dann bin ich unschuldig. Was bist du dann, ja? Ich bin tot. Wer ist es? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Okay. Also ich hab's wirklich nicht gesehen. Da ist jemand hinter der Säule, ich glaube, wir beide denken gerade, wir sind... Nein, ich bin's nicht. Okay, okay. Ich glaube, eine, das habe ich auch schon oft gesagt, aber das Ding ist halt, Kahn, wir haben halt schon so oft solche Videos gemacht, wo wir uns das sagen mussten. Das muss ich ja auch irgendwann mal wiederholen. Dass du, auch wenn du auf irgendwas jetzt nicht so Bock hast oder so, also selbst wenn du jetzt persönlich sagen würdest, ja, es vielleicht nicht so meinst, dass du dann trotzdem immer mitmachst, motiviert mitmachst und das jetzt nicht so schlecht redest oder so. Ja, so wie heute. Ja, so wie heute. Das war tatsächlich ein Spaß. Ja, also danke dafür. Ich würde auch gerne was loswerden. Also ich finde, ihr beide seid sehr nett und klug. Und damit war's das für heute, Leute. Es Hallo. Ist einfach nicht zu fassen, ey. Ihr seid nett und klug. Ja, also ihr seid nett. Ja, was anderes habe ich ehrlich gesagt. Man kann sich unterhalten mit euch. Ja. Also ist ganz okay. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Wir freuen uns. Nein, also, zu Lena. Schauen wir mal, was wird. Also zu Lena ganz kurz. Also ich finde wirklich eine sehr, sehr gute Eigenschaft von dir, dass wenn man etwas von dir möchte, dann machst du das meistens auch direkt. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ja, mach mal dies, mach mal das, sondern, keine Ahnung, wenn ich dich, also wenn wir über irgendwas sprechen, ich kann mich dran erinnern, zum Beispiel, wir haben auch über diesen Iron Man oder Tough Mudder Marathon gesprochen. Ja. So, und wir haben noch ein bisschen darüber gesprochen und ich habe schon so gesagt, ja, hätte ich Lust drauf. Und innerhalb von 2 Minuten hatte Lena schon die Information zusammen, die sie bräuchte, um sozusagen mir das auch schmackhaft zu machen. Aber das ist bei vielen Sachen so. Ja. Na, also wenn wir über irgendwas quatschen oder so und sie merkt oder du merkst, man hat Interesse daran, dann bist du auch die Person, die auch kein Problem hat zu sagen, okay, komm, ich informiere mich, ich mach, ich tu. Also ich kann das in dem Sinne nur zurückgeben bezüglich Organisation und so. Also vielleicht organisierst du das dann nicht in dem Sinne, weil das vielleicht dann ich zum Beispiel mache oder so, aber du hast überhaupt kein Problem, da auch deinen Teil zu übernehmen. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, das ist das, was Danja schon gesagt hat, du bist unglaublich akribisch und fleißig, wenn es um einerseits deine Arbeit geht, aber ich glaube auch privat und so bist du genauso. Auch wenn wir privat jetzt noch nicht so viel immer miteinander zu tun hatten. Mir geht gerade richtig das Herz auf, Leute. Sehr schön. Das sieht man auch, sagen, Leute. Das sieht man auch. Letzte Runde. Ja, das sieht man auch bei Instagram bezüglich so dieses, was Danja auch schon meinte, dieses spontan sein und so. Guckt euch mal bitte an, wie oft Lena unterwegs ist. Und ich glaube nicht, dass das immer geplant ist. Also ich sag jetzt mal nichts dazu. Ja, also geplant im Sinne von Wochen vorher, sondern klar, man plant das vielleicht 1-2 Tage vorher oder mal eine Woche vorher, aber jetzt nicht so, dass du einen ganzen Monat immer durchgeplant hast, würde ich jetzt mal sagen. Also das finde ich, diese 2 Eigenschaften bei dir finde ich sehr, sehr toll. Vielen Dank. Und dann ja bei dir, also klar, wir brauchen, ich glaube, wie du schon gesagt hast, wir haben schon oft darüber Videos gedreht. Kann ich euch kurz unterbrechen, was ist eure Rolle? Unschuldig. Unschuldig. Okay. Deine? Okay. Sheriff. Ach gut, das heißt, wir haben verloren. Das war auch ehrlich gemeint. Das ist vorbei. Also, wir haben ja schon ein paar Videos dieser Art gemacht. Vielleicht finde ich aber auch mal wieder so ein bisschen was Neues. Hier ist jemand von der Community. Oh, du hast das von Danja an, noch Mann. Ja, von dir kannst du es ja nicht anhaben. Ja, ich habe ja auch nicht. Ja, also im Endeffekt ist es halt so, dass dieser Punkt, was du bei mir auch schon gesagt hast mit der Motivation, ich finde, bei dir sieht man das noch ein bisschen krasser. Ich bin tot. Ja, alles klar, danke. Ich finde, bei dir merke ich das zumindest noch ein bisschen krasser. Das heißt, egal mit welchem Thema man auf dich zukommt, dann bist du halt auch motiviert und hinzu kommt, dass du dich halt von neuen Sachen unglaublich schnell begeistern lässt und da halt auch viel Arbeit reinsteckst. Das finde ich immer sehr gut bei dir. Oh, I did it! Also bei so... Oh mein Gott, Lena, ja! Ja, danke, dass ihr mir zuhört, dankeschön. Ja, ich habe dir zugehört, dankeschön. Ja. Und eine Sache, aber wie gesagt, die haben wir auch schon öfters gehabt. Ich glaube, du bist für mich so der netteste Mensch, manchmal ein bisschen zu nett, nicht nur manchmal, sondern meistens zu nett. Was so alles angeht. So alles? Ja, alles. Wirklich alles. Und damit meine ich wirklich alles. Das ist jetzt keine Floskel oder so. Damit meine ich wirklich alles. Okay, Lena, du musst auch noch. Danke, Kahn. Das war sehr nett von dir. Ja, bitte.
Ich habe ja auch sehr schon, freundlich. Ja, bitte. Ich habe tatsächlich schon öfter die Frage bekommen, wie ich dich mit 3 Worten beschreiben würde, Danja. Ich habe immer geantwortet, okay, a true friend, weil das einfach stimmt. Also egal was ist, du bist immer für einen da, wenn man jemanden zum Reden braucht, egal ob du gerade Zeit hast oder nicht. Du würdest dir in Situationen, wo sehr viel Stress ist, immer die Zeit nehmen. Und ich erinnere mich mal, da gab es noch so eine lustige Story, da wollte ich dich ja überraschen, da bin ich einfach zu dir hingefahren, so ganz spontan, ohne mich anzukündigen. Und dann habe ich den Witz gerissen, habe dich angerufen und gesagt, du Danja, ich habe mich verfahren. Und du warst ohne Witz schon kurz davor, oh, hier ist die Mörderin oder Sheriff oder wie auch immer. Du warst wirklich kurz davor, ins Auto zu springen und mich abzuholen. Wahrscheinlich von wer weiß wo, du wärst wahrscheinlich so durch halb Deutschland auch gefahren, um mich abzuholen. Bis ich dir dann gesagt habe, ja, ich stehe eigentlich gerade vor deiner Haustür. Aber du warst einfach bereit, direkt loszudüsen. Und das ist ja, ich war direkt ready. Ja, stimmt. Ich hatte schon so halb die Schuhe an. Ja, das stimmt, ich erinnere mich, da hast du mich angerufen und gesagt, ich habe mich verfahren, ich stehe hier irgendwo an einem Bahnhof, ich weiß nicht wo. War schon okay, alles klar, wo muss ich hin? Und das ist genau das, was ich an dir so schätze, dass man egal, also bist du eigentlich unschuldig, Kahn? Haben wir es geklärt? Ja, ich bin fast unschuldig, kannst du doch sehen. Boah, du. Fast unschuldig? Alter, Kahn, bist du der Mörder? Ey, der hat mir gerade nicht die Wahrheit gesagt. Ja, aber ich bin doch hinter dir hergelaufen mit einem Messer. Du hättest auch Sheriff sein können. Hä? Das geht nicht. Als Sheriff hast du kein Messer. Oh Mann. Nee, als Sheriff hast du eine Waffe. Oh! Deswegen bleibe ich bei meiner Aussage. Danja is a true friend. Dankeschön. Ach, da geht mir ja direkt das Herz auf. Och Mann, ich erwisch. Ah, doch, jetzt habe ich sie erwischt. Okay, let's go. Sorry, es tut mir leid. Ich weiß, du bist jemand aus der Community, aber. Es tut mir leid. Das finde ich ganz schön mies, Kahn. Ja, was? Sie war Sheriff. Ich finde es auch mies, dass du mich einfach hier abgemurkst hast. Was soll das? Nicht zu fassen. Kaltblütig glotzt er mir hinterher und. Bam. Kahn, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade draußen. Wo bist du? Drin. Da bist du. Oh nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Danja, find die Waffe! Bitte verschon mich, Kahn. Find die Waffe, Danja. Das ist deine einzige Überlebenschance. Ich weiß nicht, wo die Waffe ist. Ja, das ist das Problem. Sein. Ich weiß nicht, wo die Waffe hin ist. Dann, oh Mann, ich hab noch 30 Sekunden Zeit! Wie viel Zeit ist noch? 30 Sekunden. Oh mein Gott. Lauf einfach. Danja, lauf, hüpf, was das Zeug hält, spring wie ein Kaninchen nach rechts und links, ist egal. Ich laufe. Sehr schön. Oh Gott, ich hoffe einfach, dass Kahn mich nicht sieht und mich mit dem Messer erwischt oder so. Das wäre jetzt doch richtig doof. Och Mann. Das wäre jetzt einfach schön. Wie viel Zeit ist noch? Ja, 4 Sekunden, ich schaff das nicht. Ja, sehr schön. Oh mein Gott. Gratulation, Danja. Och Mann, wo warst du denn, Yay! Mann? Ich bin vor dir weggelaufen. Ich bin durch die eine Tür durch und quasi wieder zurückgelaufen. Sehr gut, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Dann bleibt mir für heute nichts anderes zu sagen. Ciao, Kakao. Tschö. Bye, bye.